Nach dem gestrigen Feiertag in den USA, den der DAX übrigens mit nicht besonders großem Hurra absolviert hat, war im Minus nicht dramatisch, aber eben im Minus sehen wir jetzt zunächst mal zum Handelsstart negative Vorzeichen. Und der Grund ist, dass die Chinesen zwar die Zinsen gesenkt haben für 2 Laufzeiten, aber man sagt, naja, das hätte doch ein bisschen mehr sein können. Da braucht es mehr für diese sehr schwache Wirtschaft. Hier sehen wir das. Wir haben die One-Year-Loan-Prime-Rate gesenkt von 3,65 auf 3,55%. Das ist eher für kurzfristige Kredite interessant und eher für den Hausmarkt interessant. Die 5-jährige Loan Prime Rate von 4,30 auf 4,20% gesenkt. Und dann diese Schlagzeile hier bei Bloomberg Equities Back Under Pressure Amid China Concerns. Also man macht sich Sorgen um das Wachstum. Da hat man sich ja versprochen, dass die Bäume in den Himmel wachsen würden, sobald China die Öffnung betreibt und diese Corona-Maßnahmen streicht. Dem ist nicht so gewesen. Hier zeigt sich die strukturelle Schwäche einer alternden Gesellschaft, die bereits schrumpft und deren Konsum letztendlich auf dem Immobilienmarkt basiert. Und wenn die Immobilienpreise nicht steigen, wird auch der Konsum nicht steigen. Das ist verkürzt gesagt so ein bisschen die Logik dahinter. Wir sehen, dass die Märkte eigentlich gehofft hatten, dass mindestens 15 Basispunkte die Zinsen jeweils hier gesenkt werden für diese beiden Laufzeiten. Und das zeigt so ein bisschen, dass man sich sagt, naja, die machen Stimulus, die wollen den Immobilienmarkt unterstützen, aber das ist viel weniger, als wir uns erhofft und erwartet hatten. Daher so eine Art Enttäuschung. Zunächst mal zum Handelsstart, das kann sich natürlich alles im Verlauf des heutigen Handelstags ändern. Blinkens Besuch in China wird gerade von den Amerikanern als Erfolg verkauft und gewertet. Die Chinesen sagen, naja, das war just a courtesy, es war eine Höflichkeit, man bemüht sich mit den Amerikanern ins Einvernehmen zu kommen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass Peking offenbar ein neues Trainingsprogramm in Kuba startet. Da gab es ja die Berichte, ja, was ist denn da in Kuba vorher schon jetzt sozusagen die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann chinesische Truppen etwa direkt im Vorhof der Amerikaner in Kuba wären. Das sorgt für etwas Unruhe. Die chinesischen Staatsplaner, by the way, gehen davon aus, dass die Wirtschaft 7% wachsen wird. Und die Chinesen haben ja wirklich eine Qualität. Ihre Prognosen treffen immer ein. Da sind sie uns weit voraus. Das ist diese Planwirtschaft, die wir in Deutschland dann auch im Rahmen unseres glorreichen Ökosozialismus sicherlich auch einführen werden. Dann haben wir CO2- und Wirtschaftspläne wahrscheinlich. Die werden dann immer genau eingehalten und treffen immer genau ein. Das ist der große Vorteil des Sozialismus. Nicht sozialistisch ist der DAX unterwegs. Wir sehen so ein bisschen Schwäche in letzter Zeit nach dieser Monster-Rally seit der Herbst. Diese Rally war ja bedingt letztendlich durch die Erleichterung darüber, dass die ganz große Energiekrise nicht gekommen ist, weil Onkel Habeck sehr viel teures LNG vor allem aus den USA gekauft hat, das nebenbei sehr schmutzig ist, was unsere CO2-Bilanz natürlich glänzend nun aussehen lässt. Zweitschmutzigstes Land bei der Stromerzeugung nach Polen in der EU. Sei es drum, hier sehen wir, ist das eine Top-Formation? Wenn wir uns mal anschauen, wo wir gewesen sind Ende 2021, da waren wir in ähnlichen Gefilden. Also das ist eine für den DAX nicht ganz einfache Widerstandszone, wenn wir gleich mal in Deutschland bleiben. Hier neue Daten des Statistischen Bundesamts. Wir sind jetzt 1,3% mehr Menschen als im Vorjahr, 84,4 Millionen. Dabei war eigentlich noch vor einigen Jahren klar, wir schrumpfen massiv, aber durch den Influx, hier vor allem aus der Ukraine, aber auch aus anderen Bereichen, ist das Ganze ein bisschen umgekehrt. Die Frage ist, was werden diese ukrainischen Flüchtlinge machen, falls der Ukraine-Krieg irgendwann mal hoffentlich beendet sein sollte? Wie viele kehren davon zurück? Wie viele bleiben? Wie viele können wir in den Arbeitsmarkt integrieren? Es wäre schön, wenn wir sozusagen allein durch Einwanderung unsere demografischen Probleme lösen könnten. Das ist leider nicht der Fall, weil wir nicht alle brauchen können, weil nicht alle die nötige Motivation, die nötige Qualifikation mitbringen, die nötige Sprachkompetenz, die eben erforderlich ist, um sich erfolgreich hier in den Arbeitsmarkt einbringen zu können. Aber schauen wir mal, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Auf jeden Fall wollte ich Ihnen das mal zeigen, ebenso wie die Erzeugerpreise, die heute rausgekommen sind, die zwar zum Vorjahresmonat nur noch um 1,0% gestiegen sind, aber zum Vormonat gefallen sind um 1,4%. Damit jetzt in den letzten 8 Monaten 7-mal negative Erzeugerpreise jeweils zum Vormonat. Erstaunlich.
Die EZB will dennoch die Zinsen anheben. Sie guckte offenkundig nicht so sehr auf die Erzeugerpreise. Das hat sie nicht gemacht, als die in die Höhe schossen und damit die Inflation angekündigt haben. Hier sehen wir faktisch einen Wirtschaftsabschwung ante portas, denn die Unternehmen sind offenkundig nicht mehr in der Lage, hohe Preise einfach so weiterzugeben. Das wird sichtbar in diesen Erzeugerpreisen. Und hohe Preise verlangt auch Intel. Hier ist ein Kommentar, das Milliardengeschenk an Intel für diese Chipfabrik in Magdeburg. Da hat ja Habeck nochmal 3 Milliarden Euro versprochen. Das ist natürlich schon krass, aber es zeigt diese Ungleichgewichtung statt für alle Unternehmen hier etwa in Sachen Steuern, in Sachen Infrastruktur, in Sachen vor allem Energiekosten, die Situation zu verbessern, nimmt man sich so ein Leuchtturmprojekt und buttert da ohne Ende Geld rein. Finde ich persönlich auch ein bisschen schwierig, zumal unsere Elektrifizierungsstrategie zu scheitern droht. Wir versuchen ja alles zu elektrifizieren, schaffen damit ein Klimpenrisiko, weil unsere Netze dafür gar nicht ausgelegt sind. Erstens, wir wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein werden, diesen Strom zu beziehen über Erneuerbare, nachdem eben der Ausbau der Erneuerbaren nicht annähernd so verläuft, wie eigentlich die Planungen hier das vorgesehen hatten. Und hier sehen wir, Europas Batteriestrategie droht zu scheitern. Ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs. Da sagt man, die Produktion ist immer noch teurer als in anderen Regionen. Die Versorgung mit kritischen Rohstoffen ist nicht gesichert. Und die Amerikaner mit ihrem Inflation Reduction Act ziehen hohe Investitionen in die USA. Da gibt es ja massive Förderungen. Was wiederum bedeutet, wenn wir sozusagen hier komplett auf Elektrifizierung setzen, dann muss dieses Batteriethema klappen, weil sonst wird die Elektrifizierung nicht klappen. Und das zeigt so ein bisschen, sowohl in Deutschland als auch in der EU insgesamt, wir schalten erstmal ab, wir verbieten Verbrennermotoren, wir schalten Atomkraft ab und setzen alles auf ein Pferd, um dann festzustellen, dass dieses Pferd möglicherweise nicht besonders gut laufen kann. Jetzt sitzen wir aber schon auf dem Pferd und haben das andere Pferd verlassen. Das ist dann gewissermaßen in die Prärie weitergeritten. Und dann kommst du natürlich in eine ziemlich blöde Dimension, wenn du dich eben sehr stark in eine Geschichte reinbegibst, ohne sozusagen dir Lösungsmöglichkeiten offen zu lassen, Alternativen offen zu lassen. Das dürfte das Kernthema dann der nächsten Jahre in Europa werden. Was ist das Kernthema in den nächsten Tagen hier in den USA? Wir haben eigentlich so eher Daten aus der zweiten Reihe. Aber das Entscheidende wird Paul am Mittwoch sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juli anhebt, bei 74% aktuell. So zumindest spielen es die Fed Fund Futures. Jetzt geht hier diese Geschichte nicht, muss ich manuell umstellen. Na gut, machen wir das heute. Und hier sehen wir die letzten 6 Monate der Core Inflation in den USA. Na, alles über 5%, da geht es nur sehr, sehr langsam zurück und das ist eben die Kategorie, auf die die Fed besonders achtet. Kerninflation, Energiepreise sind extrem volatil, Nahrungspreise sind volatil. Das ist sozusagen die Sticky Inflation, die eben hier der Fall ist. Und die Frage eben dann, ja, was wird die Fed diesmal machen? Paul hat bei der Pressekonferenz zuletzt gesagt, es kann sein, dass wir jahrelang die Zinsen da oben lassen. Okay, der Durchschnitt ist hier 7 Monate. In den letzten Jahren, manchmal dauert es nur 1,5 Monate von dem Zinsstopp, der wahrscheinlich noch nicht erreicht ist, wenn die Fed Fund Futures richtig liegen, weil dann mindestens im Juli nochmal eine Zinsanhebung kommt. Oder wird es anders laufen? Die Fed Fund Futures haben jetzt Zinssenkungen bereits ausgepreist. Und das Erstaunliche ist, trotz dieser stark gestiegenen Zinsen ist der S&P 500 höher als zu dem Zeitpunkt, als die Zinsen noch bei Null gelegen sind. Und das zeigt, wie hier sozusagen diese Zinsfrage weder die Märkte nicht zu interessieren scheint, aber die Schuldenmärkte oder die Zinsmärkte interessiert. Das hier sehen wir mal High Yield Debt, also praktisch hochverzinste Schulden, schlechtbonitärer Schuldner. Da sehen wir, dass eben die Laufzeiten immer kürzer werden und das gilt eben dann auch zum Beispiel für den Gewerbeimmobiliensektor, wo sehr viel neue Refinanzierungen der Fall sein müssen. Die Laufzeiten sind abgelaufen, jetzt müssen die Sachen neu
Kreditierte werden und das natürlich zu viel, viel höheren Zinsen als zuvor. Das dürfte eines der großen Punkte sein und JP Morgan bringt das auf den Punkt, was vielleicht das große Thema ist, die Differenz zwischen den Anleihenmärkten, die sagen, da kommt eine Rezession sichtbar in der invertierten Zinskurve und den Aktienmärkten, die sagen, ach was, da kommt maximal ein Soft Landing, aber nicht mehr. Das heißt, JP Morgan sagt, ja, diese Differenz, die könnte sich auflösen, wenn sich zeigen sollte, dass dieses Wachstum eben nicht so wirklich passiert. Und Sie kennen vielleicht diese Grafik, Equity Risk Premium so niedrig im Vergleich zu Anleihen wie seit 2007 nicht mehr, weil eben die Märkte keinerlei Risiko einpreisen, die Aktienmärkte im Mindesten. Und hier sehen wir mal diese invertierte Zinskurve hier an einem der Lieblingsparameter von Jerome Powell, die dreimonatige gegenüber der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Wir sehen, wie stark die hier invertiert ist. Hier haben wir zwei verschiedene Beispiele einer solch starken Inversion 2001 und 2007. Zunächst mal passiert gar nichts, wenn diese Zinskurven sich invertieren, aber on the long run, sozusagen, wie Maynard Keynes sagen würde, ist das ein bisschen schwierig. Hier sehen wir, die Performance war dann nicht so gut, muss diesmal nicht so kommen. Aber die Frage ist, warum sind diese Zinskurven so invertiert? Da ist eine Botschaft drin, ebenso die Botschaft der Aktienmärkte, etwa der Nasdaq, mit dem bisher, wenn jetzt bald die ersten sechs Monate des Jahres abgeschlossen sein werden, bisher besten Jahresstart ever, meine Damen und Herren. Keine Frage, alles ist super, vor allem diese Big Seven sind es, die hier die Märkte nach oben ziehen, 28% Marktkapitalisierung haben im gesamten S&P 500. Hier sehen wir mal den Rest des S&P 500, der läuft mehr oder weniger seitwärts. Es sind die großen sieben, die hier nach oben ziehen. Und innerhalb der großen sieben können wir auch mal wieder differenzieren zwischen Nvidia, Meta und Tesla, die hier massiv nach oben ziehen. Dagegen Amazon, Apple und Alphabet und Microsoft bleiben da zurück. Der S&P 500 sowieso. Und diese ganze Euphorie dieser sieben, die basiert auf dieser künstlichen Intelligenz, Hosse gewissermaßen, und das ist, wenn wir uns das genauer mal anschauen, im Grunde der Beginn im November 2022, als ChatGPT auf den Markt kam. Das hat die Fantasie maßgeblich angeregt, offenkundig. Und hier sehen wir mal die sogenannte PEG-Ratio, das ist auch bekannt als Kursgewinn-Wachstumsverhältnis, Price-Earnings-to-Growth-Ratio. Und hier sehen wir, da sind wir fast auf dem Niveau der Dotcom-Blase, aber nur fast. Dementsprechend kann es ja auch noch viel intensiver und extremer werden, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Die Positionierung ist stretched, wie Goldman Sachs hier zeigt. Wir sind also sehr, sehr stark positioniert. Die Leute sind alle drin. Für Greed Index hatte ich schon öfter gezeigt, müssen wir nicht groß drüber reden. Aber wir sehen eben, dass dann auch die Indizes, sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite, sich sehr stark von ihrem, vor allem der Nasdaq, vom 50-Tages-Durchschnitt entfernt haben. Etwa 8% der Nasdaq. Normalerweise gibt es so eine Art Reversion to the Mean. Und vielleicht passiert das diese Woche nach dem großen Verfall. Denn schauen wir uns mal, und das finde ich sehr interessant, die Put-Optionen auf den VIX an. Und hier sehen wir, wenn Sie rechts mal gucken, Open Interest, dann sehen wir da gigantisch große Summen oder gigantisch große Volumina im Bereich, ab dem Bereich 14, dann 15, dann 16. Also da könnte ein Interesse daran bestehen, den VIX nach oben zu ziehen, weil dann diese ganzen Optionen wertlos verfallen würden. In dieser Woche ist VIX verfallen. Ich glaube am Mittwoch. Also mal sehen, was da passiert. Wir haben zuletzt teilweise auch gesehen, dass VIX und S&P in dieselbe Richtung gegangen sind. Also der VIX gefallen ist, als der S&P gefallen ist. Und der VIX gestiegen ist, als der S&P gestiegen ist. Sehr, sehr ungewöhnlich, schwer zu erklären, was da passiert. Wir versuchen zu erklären, was beim S&P 500 passiert, mit einem Video von Game of Trades über eine denkbare Korrektur. Wie groß könnte sie ausfallen, wenn sie denn kommt? Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, ja. Was ist denn mit die DAX los? Kennt ihr auch jetzt Dynamik? Nimmt die Korrektur an Fahrt auf? Also diese beiden Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus, ciao.